Ja, ich glaube, auch wenn die Frau Dolle jetzt noch nicht da ist, wir sind auch so genügend Personen und sie wird sicherlich zeitnah dazukommen. Von daher würde ich jetzt einfach mal sozusagen hier langsam mit dem Podium beginnen. Mein Name ist Janosch Schindler. Ich bin stellvertretende Leitung des Bereichs Projektförderung in der Stiftung Innovation in der Hochschullehre und freue mich sehr, heute tatsächlich jetzt gerade noch fünf, aber dann wahrscheinlich bald sechs Vertreterinnen von Projekten begrüßen zu dürfen und mit Ihnen diskutieren zu dürfen zu dem Schlagwort Curriculums- und Studiengangsentwicklung. Das Podium heißt Tiefenbohrung zu den Projekten. Und genau, wir haben sozusagen sechs Projekte, die von uns in der Ausschreibung Hochschullehre durch Digitalisierung stärken seit August gefördert werden, ausgewählt, und zwar Projekte, die in dem Prozess der Antragstellung ihr Projekt selber verschlagwortet haben, unter anderem mit Curriculumsentwicklung, und haben dann eben sechs Personen angefragt und sind dabei auch unter Diversitätsgesichtspunkten vorgegangen. Und ich habe sozusagen die starke Annahme, dass Ihre Projekte, so divers diese ausgerichtet sind, doch irgendwie die Überschneidung Richtung Curriculumsentwicklung haben. Und darüber wollen wir jetzt heute sprechen. Wir haben zwei Vertreterinnen von angewandten Hochschulen da. Wir haben eigentlich drei Vertreterinnen, ich nehme jetzt an, Frau Dolle kommt zeitnah, von Universitäten dabei. Frau Dolle ist auch die Vertreterin eines Verbundprojektes. Und dann haben wir sozusagen die Charité mit dabei. Ja, genau. Und ich freue mich sehr, mit Ihnen diskutieren zu können. Und dieses Thema Curriculumsentwicklung, ich hatte es in der Mail vorab an die Podiumsteilnehmerinnen auch schon ausgeführt, wurde ja auch in diesem Abschlussbericht der QPL-Evaluation hervorgehoben, dass das sozusagen dieser Rückgriff auf Strukturen ganz bedeutsam ist für die Weiterentwicklung der Lehre. Und meine Zielsetzung für das Podium wäre, und ich weiß, das ist eine hohe Zielsetzung, aber nichtsdestotrotz, trotz der Anzahl an Personen, würde ich mich freuen und wäre das, glaube ich, auch fürs Publikum ganz toll, wenn wir sozusagen in eine interaktive Diskussion kommen. Und das wäre sozusagen meine Bitte an alle Teilnehmerinnen. Fühlen Sie sich frei, Fragen zu stellen. Schließen Sie dort an, wo sich das inhaltlich anbietet. Und ja, lassen Sie uns miteinander diskutieren. Inhaltlich würde ich gerne so vorgehen, dass ich eine Einstiegsfrage stelle an eine Teilnehmerin, einen Teilnehmer unseres Podiums. Und dann würde ich bitten, dass, wenn Sie diese Frage beantwortet haben, Sie selber das Wort weitergeben an sozusagen eine andere Teilnehmerin, einen anderen Teilnehmer. Da drängen sich dann bestimmt Kolleginnen auf, aber wenn nicht, dann fühlen Sie sich bitte frei, sozusagen jemand dran zu nehmen. Ja, ich würde dann auch einfach direkt beginnen und möchte Sie zum Einstieg einmal natürlich bitten, sich kurz vorzustellen, und dann aber, um das thematisch zu strukturieren, direkt in das Themenfeld Curriculumsentwicklung und Studiengangsentwicklung einzusteigen und einmal zu skizzieren, knapp zu skizzieren unter Berücksichtigung der zentralen Akteure, wie läuft das bisher an Ihrer Hochschule? Und dann die zweite Seite, worauf zielt Ihr Projekt ab? Also was möchte Ihr Projekt, wenn es denn erfolgreich abgeschlossen ist, daran verändern? Das wäre sozusagen meine Bitte. Und ja, Frau Besserung-Weber, falls, vielleicht darf ich Sie bitten, einfach zu Beginn sich kurz vorzustellen und dann einmal zu skizzieren, wie der Prozess bisher abläuft bei Ihnen an der Hochschule, welche Akteure da zentral sind und dann, wo da Ihr Projekt eingreift und was Ihr Projekt erreichen möchte. Ja, vielen Dank, Herr Schindler, für die Frage und die Gelegenheit, hier dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Monika Bessenroth-Weberpals. Ich bin die Vizepräsidentin der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, und zwar für Studium Lehre sowie die Gleichstellung und von Haus aus Physikerin.
um gleich in medias res zu gehen, Sie fragten, wie das bisher läuft und was unser Projekt, das COMWEIT heißt, daran ändern möchte. Und ich fange vielleicht mit Letzterem an. Aus unserer Sicht an der Hochschule ist die Curriculumsentwicklung eng verwoben mit anderen Themen. Zum einen auf der interaktionalen Ebene, die wir bei den Studierenden bzw. Absolventinnen haben, wie auch der Lehrenden, geht es natürlich darum, die individuellen Kompetenzen dort zu stärken. So war zum Beispiel unser Qualitätspakt Lehre-Projekt angesiedelt. Umgekehrt ist es so, dass wir als Bildungsorganisation, als Hochschule natürlich Verantwortung dafür haben, dass diese Kompetenzen, die Studierende oder eigentlich vor allem Absolventinnen dann hinterher zur Gestaltung ihrer der Gesellschaft mitbringen sollen, dass diese Kompetenzen auch gut erwerben können. Und dann kommt jetzt entscheidend die Curriculumsebene ins Spiel, denn auf dieser Ebene der Fachlichkeit, also der Fachbereiche oder Departments, brauchen wir entsprechende kooperative Teams der entsprechenden ExpertInnen aus den Fächern, die kollaborativ mit einem systemischen Blick da zusammenarbeiten. Und das ist in kurzen Worten eigentlich auch das, worauf unser Projekt COMWEIT zielt, nämlich Kompetenzen weiterentwickeln im digitalen Wandel, weil wir feststellen und auch im Qualitätspakt Lehre schon festgestellt haben, dass vielfach die Kompetenzen in einzelnen Lehrveranstaltungen oder Modulen schon gut für die Studierenden die Möglichkeit eröffnen, sich diese Kompetenzen selbst anzueignen, was gerade für den digitalen Wandel als Selbstlernkompetenz natürlich sehr wichtig ist. Aber dass nicht immer das entsprechende Curriculum auch vom Ende her gedacht ist. Das heißt, diese entsprechenden Kompetenzmodellen des HQR zum Beispiel, des Hochschulqualifikationsrahmens, diese Kompetenzen wirklich abgestimmt in den verschiedenen Modulen auch auf den unterschiedlichen Niveaus anspricht. Und an dieser Stelle wollen wir an vier Modellfachbereichen, Departments in unserer Hochschule, in jeder Fakultät in einem, begleiten, wie Curriculumsreformprozesse diesen Prozess verbessern können. Vielleicht so viel in aller Kürze. Ich gebe dann mal weiter an Herrn Söhlau. Vielen Dank. Sascha Söhlau ist mein Name. Ich bin in der Verwaltung unserer Universität als Abteilungsleiter für die Qualitätsprojekte zuständig. Es handelt sich da um das Dezernat Qualitätsmanagement und Studium und Lehre, was aus zwei Stabstellen des Prorektors Studium und Lehre über die Jahre hervorgegangen ist und welches mittlerweile die Funktion übernimmt, in allen diesen Arbeitsbereich betreffenden Themen zum einen den Prorektor bei der Umsetzung der strategischen Fragestellungen zu unterstützen und insbesondere hier bei den Qualitätsprojekten, um die es heute geht, die bei uns, wenn wir sie betreuen, immer hochschulweit angelegt sind, die fakultätsübergreifend angelegt sind, vor allen Dingen den Austausch zwischen den verschiedenen Fachkulturen, Gesprächskulturen zu moderieren, die Mitarbeiter in Netzwerken zu betreuen, und immer wieder zu versuchen, die Aspekte von Fachlichkeit, Fachdidaktik, Mediendidaktik, die eine Rolle spielen, so miteinander zu vermitteln, dass sich am Ende alle verstehen und dass man das, was als strategische Zielsetzung vom Rektorat hinterlegt ist, auch immer wieder versuchen kann, in die verschiedenen Sprachspiele zu übersetzen. Ich sage immer so ein bisschen verhundepiepelnd, wir sind die Papageien der Universität, wir müssen sozusagen fortlaufend die im Antrag formulierte Idee immer wieder ins Feld bringen und reformulieren, weil es, glaube ich, ganz natürlich ist, dass es wiederum in der Beschäftigung im Fach oder in der Didaktik mit dem Thema zu thematischen Verschiebungen kommt oder weil Umweltbedingungen, wie wir sie jetzt gerade mit Corona erlebt haben, uns von der ursprünglich mal im Antrag formulierten Idee natürlich auch wieder ein Stück wegbringen. Die Welt hat sich verändert und das, was man irgendwann bei Antragstellung mal formuliert hat, muss man schon wieder anpassen. Nun möchte man sich aber natürlich auch nicht selbst verlieren in diesen Themen und muss deshalb immer mal wieder daran erinnern, worum es eigentlich geht. Hier jetzt bei dem aktuellen Projekt ist es eingebunden in einem bei uns auch an den Qualitätspakt Lehre anschließenden strategischen Ansatz. Wir haben zum Ende des Qualitätspakts Lehre Projekt für uns drei Ebenen identifiziert, auf denen wir die Fächer und die Fakultäten dabei unterstützen möchten, den Studierenden den Einstieg in ein universitäres Hochschulstudium
zu erleichtern. Auf der Stufe 1 geht es sozusagen auf Heterogenitätseffekte antwortend um die Frage, wie kann man literale Kompetenzen so studienbegleitend aufbauen, dass eine Partizipation an den angebotenen Studieninhalten problemlos möglich ist. Auf der Stufe 2 geht es dann um die Frage, wie kann man Selbstregulationskompetenzen stärken, wie kann man eine akademische Haltung helfen, sich ausprägen zu lassen bei den Studierenden. Und die Stufe 3 ist sozusagen die ganz konventionelle, altbekannte. Das sind all die Unterstützungsmaßnahmen, die den Erwerb von fachlichen Inhalten vertieft begleiten. Das ist sozusagen das klassische Tutorium, was eine besonders schwierige Vorlesung begleitet, das Übliche, was man kennt. In diese Dreierstufung haben wir jetzt das ILSA-Projekt sozusagen in der Stufe 2 verortet. Dort geht es um hybride Lehr-Lern-Szenarien. Und es geht um die Frage, wie kann man einerseits die Lehrenden bei der Ausgestaltung solcher Formate begleiten, sodass sie medien- und hochschuldidaktisch vernünftig fundiert sind, dass bildungswissenschaftliche Inputs integriert sind, dass Selbstregulationskompetenzen so auch angesprochen werden können, dass die Studierenden bei den digitalen Lehranteilen, die sie in der Regel alleine zu Hause vor dem Rechner verbringen, trotzdem hinreichend motiviert sind. Und sozusagen der strategische Mehrwert, der jetzt über drei Best-Practice-Beispiele in drei unterschiedlichen Fakultäten und zwei Querschnittsprojekte sich erschließen soll, ist kurz gefasst, der, wie kann man denn repetitive Momente des Lernens, die gerade zum Studienbeginn große Zeitanteile einnehmen, wie kann man sie durch den Einsatz digitaler Techniken so effizient und effektiv gestalten, dass die Lehrenden wieder mehr Zeit und Raum gewinnen im Rahmen der Lehrveranstaltungen, sich da noch um den Transfer bestimmter Grundlagenbegriffe, bestimmte Grundlagenmethoden zu nähern, sodass wir also nicht am Ende einer solchen Lehrveranstaltung Studierende haben, die in der Lage sind, dann für die Prüfung das Wissen zu repetieren, aber sozusagen anschlusslos mit diesem Wissensballast dann da sitzen und sich fragen, wofür, sondern dass wir sozusagen den Transfer in Problemstellungen, den Anschluss an gesellschaftliche Fragestellungen möglichst früh wieder in die Lehre integrieren können. Das kurz gefasst, das, was wir hier machen wollen. Dann würde ich an Frau Bouron weitergeben wollen. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Sandra Bouron. Ich leite den Kompetenzbereich E-Learning an der Charité. Und das Projekt, was uns hierher bringt, quasi, oder mich hierher bringt, ist das HEDS-Projekt. Ohne A, also HEDS und meint, also die Abkürzung, das ist das Akronym für Handlungs- und Entscheidungskompetenz digital stärken. Und das ist auch unsere Idee. Wir möchten zum einen, also wir haben einen großen Fokus auf dem Clinical Reasoning, was bei uns also sehr inhaltlich sehr wichtig ist. Wir wollen den Studierenden mehr Handlungskompetenz an die Hand geben. Was auch bedeuten kann, dass wir zum Beispiel in den Erprobungsfeldern, also in den Praxiseinsätzen, in denen die Studierenden sind, dort möglichst dicht aneinander anschließen, also die theoretischen Inhalte mit den praktischen Inhalten verknüpfen. Wir stellen uns also zum einen das Lernen an virtuellen Fällen vor, die sehr stark aber den Fokus haben, verständlich zu machen, wie komme ich denn zu einer guten Diagnose, wie komme ich zu einer guten Behandlung? Also wo es nicht in erster Linie darum geht, was wir in unserem problemorientierten Unterricht sehr stark machen, zu sagen, wir haben einen Fall und wir schauen, dass wir die Möglichkeit geben, diesen einen Fall gut zu lösen und auch im Team gut zu lösen und all diese Dinge zu machen. Wir möchten mit den virtuellen Fällen, die wir machen werden, das werden so an die 50 Stück werden, schaffen, dass quasi den Studierenden vermittelt wird, welche unterschiedlichen Wege kann ich denn gehen, um quasi die Diagnose zu stellen, um in den richtigen Behandlungsweg zu kommen. Und nicht nur das, sondern ein ganz wichtiger Fokus ist bei uns die Interdisziplinarität oder die Interprofessionalität. Wir möchten, dass die verschiedenen Studiengänge gemeinsam lernen können. Und wir möchten gerne, dass dieses gemeinsame Lernen im tatsächlichen Raum stattfindet. Und dafür versuchen wir quasi auch mit virtuellen Fällen, die Studierenden der unterschiedlichen Disziplinen möglichst gut vorzubereiten auf diesen gemeinsamen Termin, sodass die quasi jeweils aus ihren eigenen Fachrichtungen und Perspektiven schauen können,
dass sie da gut vorbereitet sind auf einen speziellen Fall. Sehr naheliegend, dass man natürlich bei uns insbesondere Zahnmedizin, Humanmedizin und jetzt ja die beiden neuen Studiengänge Bachelor Pflege und Bachelor angewandte Hebammenwissenschaften, dass die ja immer verzahnt miteinander arbeiten müssen. Das ist ja ein bisschen anders als an vielen anderen Universitäten, wo man eben tatsächlich so ein Fach hat und das kommt erstmal alleine gut klar, möchten wir ja, dass die Interprofessionalität gestärkt wird in den medizinischen Berufen. Und das ist der größte Fokus, den wir haben. Also zum einen eben überhaupt diese Prozesse des klinischen Denkens zu etablieren in die einzelnen Fachrichtungen und zum anderen aber auch die das Zusammenarbeiten quasi zu stärken. Dann gibt es nebendran natürlich, also um jetzt vielleicht auf die Curriculumsentwicklung zurückzukommen, wir haben ja vor einigen Jahren einen großen Wurf gemacht mit dem Modellstudiengang in der Humanmedizin. Es gibt ja auch andere Universitäten, die Fakultäten haben, die einen Modellstudiengang in der Medizin haben. Und wir haben aber also das in einem ganz strukturierten Prozess gemacht. Es gab 8 bis 9 Sitzungen, in denen tatsächlich alle Leute, also alle Lehrenden, Vertreter schicken konnten, die dann sich, also meistens waren es Fachvertreter natürlich, die dann gemeinsam quasi verhandelt haben, was wird in den unterschiedlichen Modulen. Bei uns studiert man also in 40 Modulen die Medizin, also die Humanmedizin. Wie können wir also, die haben tatsächlich zusammengesessen und haben verhandelt, was in welcher Veranstaltung gelehrt wird und mit welcher Form. Und nun ist die Zeit natürlich vorangeschritten. Wir möchten also auch da sehr viel mehr verblendet machen und nicht nur über virtuelle Fälle, sondern wir möchten da eben auch möglichst gute Schnittstellen bauen, quasi zwischen dem tatsächlichen Präsenzunterricht und der dem virtuellen Lernen oder dem Lernen in Kleingruppen, was wir triggern wollen mit den Fällen oder mit den Unterrichtsmaterialien, die wir erstellen. Das ist also insgesamt ein sehr großes Paket, wozu natürlich auch die Qualifikation der jeweiligen Lehrenden gehört. Denn auch die müssen natürlich mitgenommen sein und müssen wissen, welche Materialien sind denn da, welche Materialien kann ich machen, welche Hilfestellungen habe ich, um Materialien zu machen, wie sind die miteinander zu verknüpfen, auch im Unterricht und so weiter. Das jetzt mal so ganz kurz, ein bisschen so in der, also mit wenig Theorie. Und ich würde mal weitergeben an Frau Dolle. Wir können Sie noch nicht hören. Wenn Sie auf das Mikro links klicken. Gerade nicht gesehen. Danke. Das Mikro war versteckt von der Leiste. Schönen guten Tag in die Runde. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin hier, weil ich die federführende Universität, die Justus-Liebig-Universität im Projekt NEEDIT vertrete, ein Verbundprojekt, was steht für Network for Impactful Digital International Teaching Skills. Was wir brauchen, deswegen dieses Akronym. Wir kommen eigentlich wie alle aus der Phase der pandemiebedingten digitalen Lehre. Dann kommen wir aus dem Projekt Einstieg mit Erfolg, wo wir uns auch einer heterogenen Studierendenschaft gewidmet haben und im Bereich der akademischen Skills, der Schreib-Skills etc. Unterstützungsprojekte angeboten haben, wo wir auch mit einer Tutorenqualifizierung aktiv waren, weil wir Tutorinnen und Tutoren als wichtige Multiplikatoren sehen, die so in der Schaltstelle angesiedelt sind zwischen den Lehrenden und den Lernenden. Wir kommen auch aus dem Bereich, dass wir einen sehr gut funktionierenden hochschuldidaktischen Verbund in Mittelhessen haben, den wir jetzt weiter ausbauen wollen. Ich komme zum Projekt. Wir wollen das, was wir da an Erfahrungen gesammelt haben, bündeln und zum einen die Digital Teaching Skills der Lehrenden weiterbringen, und zwar weg vom Emergency Remote Teaching jetzt zu einem fundierten, also den Mehrwert der digitalen Lehre sammeln und das zielgerichtet in die Universität bringen, unter anderem mit Labs for Innovative Teaching, wo Dinge, die eben in den letzten Semestern gemacht wurden, weiter
entwickelt werden, ausprobiert werden und wie gesagt in die Breite der Universität strahlen sollen. Wir haben zudem in NEEDIT eine quantitative Wirksamkeitsanalyse von digitalem Unterrichten und eine Wirkungsanalyse, eine qualitative. Das heißt, das, was wir anbieten und weiterentwickeln, wird von den Kolleginnen und Kollegen der anderen Hochschulen der Partner auch beforscht und dann immer rückgekoppelt. Das heißt, da wollen wir uns drauf fokussieren, um zu sehen, was ist denn wirklich wirksam. Also Wirksamkeit und Wirkung eben als ein wichtiger Effekt. Und schließlich noch das International im Akronym. Wir haben in den letzten Semestern auch viel internationale Lernende, Studierende gehabt, die aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. Und da ist digitale Lehre mit einem jeweilig kulturell geprägten Lern- und Lehrhabitus natürlich auch nochmal etwas ganz anderes. Und das heißt, das wird in einer Verknüpfung mit Hochschuldidaktiken aus anderen Ländern und Kulturkreisen dann auch nochmal überprüft und weiterentwickelt werden, um eben die Hochschullehre, die wir ja in Mittelhessen in Gießen verorten, dann entsprechend auch effektiv zu machen und eben auf die Lehrkompetenzentwicklung hinzuarbeiten für andere Lehrende und Lehrende mit anderen Kulturkreisen. Soweit erstmal von mir. Dankeschön. Frau Molter, mögen Sie vielleicht übernehmen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch meinerseits hier in der Runde beitragen zu können. Mein Name ist Kerstin Molter, ich bin Vizepräsidentin an der Hochschule Mainz und seit etwa einem halben Jahr. Und dieser Antrag wurde gerade eingereicht, als ich meine Vizepräsidententätigkeit begonnen habe. Unser Projekt zielt darauf, bestehende Kompetenzen und Serviceinheiten mit neuen, die zu integrieren sind, zu bündeln. Es gab bislang das Team Medien und Lehre, eine Open Plus Bibliothek und ein Learning Lab. Und wir wollen jetzt gerne im Projekt eben erweitern, um innovative Technologien und Curriculumswerkstatt und auch Teaching Librarian. Wir sehen darin natürlich erst, also wir wollen da Strukturen legen. Das ist das große Ziel, Strukturen systematisch zu entwickeln, damit diese Kenntnisse, die jetzt erworben wurden oder beziehungsweise auch praktiziert wurden im Remote-Modus, tatsächlich dann zu einer vielfältigen Lehranwendung kommen. Wir wollen die analoge, hybride und digitale Lehre so entwickeln, dass sie den Kompetenzen und Herausforderungen der jeweiligen Studiengänge gerecht wird. Und hier sehen wir auch diese große Notwendigkeit, eben mit einer Curriculumswerkstatt zu arbeiten. Denn tatsächlich die fachlichen Herausforderungen stellen natürlich oder beziehungsweise Inhalte formulieren ja selbstverständlich die Fachbereiche, die die Handlungsfelder und Kompetenzen definieren, die mit einem bestimmten mit einem bestimmten Profil beziehungsweise zu erreichenden Zielen eben verbunden sind. Und und darüber hinaus gibt es ja aber eben auch noch andere Kompetenzen, die die Studierenden erlangen sollen. Und diese gilt es natürlich genauso zu entwickeln. Kolleginnen haben eben genannt auch die Interdisziplinarität, beziehungsweise auch eben neue Studiengänge oder auch neue Arbeitsphasen zu entwickeln. Wir haben hier, und das stellt uns dann auch eben vor die Herausforderung, wie können wir wie können wir da eine fachbereichsübergreifende Arbeit überhaupt gestalten? Und dazu brauchen wir die Curriculumswerkstatt, die dann eben dazu die Strukturen entwickelt. Es ist tatsächlich mit der Digitalisierung hat sich die Arbeitsweise verändert und das ist etwas, wo da ein Riesenpotenzial drin steckt, dass eben Wissen nicht nur fachspezifisch
fachspezifisch Anwendung findet, sondern dass die Fachbereiche ihre Kompetenzen zusammentun und mit dem gemeinsamen Blick ein Projekt zum Beispiel vorantreiben. Ich will da gerne nennen zum Beispiel Enabling Future. Das heißt also, unsere Studierenden gestalten Zukunft aktiv mit Partnern aus der Gesellschaft, also für die Gesellschaft. Und da bedeutet es auch, wie studiert man dann überhaupt oder wie wird die Leistung oder wie kooperiert man und wie wird die Leistung auch anerkannt. Also das ist so etwas, wo natürlich Curriculumswerkstatt per se ein Qualitäts- bzw. sehr gut, also erforderlich ist für Studiengangsentwicklung bzw. Entwicklung von Studiengängen, aber eben auch gerade vor den neuen Kontexten wie Blended Learning sehr, sehr hilfreich, um Qualität sichernd zu arbeiten und auch einen Kompetenzgewinn zu erzielen. Das natürlich selbstverständlich vor dem Hintergrund der Digitalisierung, die uns insgesamt vor neue Herausforderungen stellt, die Lernenden wie die Lernenden und das auch mit einem komplett neuen Verständnis für oder mit einem komplett neuen Rollenverständnis für Lernende und Lernende. Ja, wie wurde es bislang bei uns praktiziert? Gerne auch hier noch ein Wort dazu. Also die Studiengangsentwicklung passiert eng verknüpft in Reakkreditierungsprozessen, die immer wieder in zeitlichen Abständen praktisch reflektieren und angepasst werden, um genau auch dann die Bedarfe, die sich im Wandel stellen, auch dann mit einbinden. So, ich würde dann weitergeben an, jetzt muss ich mal schauen, den Herrn Degenring. Ja, vielen Dank, Frau Molter. Ich glaube, ich bin dann der Letzte in der Runde. Mein Name ist Volker Degenring von der Universität Hohenheim. Ich leite da die Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre, die wiederum direkt am Prorektorat für Lehre angebunden ist. Und das Projekt, für das ich heute sprechen darf, hat das Akronym DELFI. Das steht für Digitalisierung entlang Lehren, Lernen und Forschen integrieren. Wir haben ein recht breit angelegtes Vorhaben, das ganz unterschiedliche Ebenen versucht zu adressieren. Das ist die Ebene der Lehrveranstaltung der individuellen Lehrenden, aber auch der Studierenden. Wir haben vor, Kompetenzportfolios für Studierende zu implementieren. Wir machen einen mediendidaktischen Support für Lehrende, wobei es uns da nicht auf, sagen wir mal, die Entwicklungsstufe der digitalen Lehraspekte ankommt. Das können erste Schritte sein oder auch State-of-the-Art-Vorhaben. Da versuchen wir eben alle Entwicklungsstufen zu unterstützen. Wir haben vor, ein KI-Lernbegleitungstool zu entwickeln, das dann in einem Dialogformat Studierenden erlaubt, ihren Lernstand zu überprüfen. Wir haben eine Begleitforschung, wie Sie verschiedentlich auch schon gesagt haben, um dann eben auch zu sehen, zeitigen wir auch die intendierte Wirkung mit unseren Maßnahmen, wobei wir das natürlich innerhalb der Projektlaufzeit nur sehr, sehr begrenzt tatsächlich zeigen können. Also, dass diese Begleitstudien in den Projekten dann limitiert sind, ist uns, denke ich, klar. Und wir haben noch verschiedene andere Bausteine und Maßnahmenpakete. Insgesamt sind es 8 Stück. Wir haben auch einen Schwerpunkt, in dem Toolboxen für die digitale Lehre entwickelt werden sollen, mit einem besonderen Fokus auf das Thema forschendes Lehren und Lernen, was auch schon aus dem QPL-Projekt, einem vorangegangenen an der Uni Hohenheim, einen sehr starken Stellenwert bei uns hat. Jetzt speziell auf das Thema Curriculumentwicklung, da haben wir ein eigenes Maßnahmenpaket, das einen Modellstudiengang in den Blick nimmt. Ich vermute, der Begriff Modellstudiengang, so wie ich ihn verwende, ist ein bisschen anderer, als der jetzt in der Charité verwendet wird. Das ist ein internes Modell sozusagen. Denn wir sagen, wir erhoffen uns eine Wirkung dann
besonders gut entfalten zu können. Wenn wir anhand eines Studiengangs modellhaft einmal zeigen, wie ein Curriculum ausgerichtet an zukunftsfähigen Kompetenzen und Qualifikationszielen des Studiengangs, dann mit den verschiedenen Möglichkeiten der Lehrformate in Präsenz und digital angereichert, ob das jetzt ein hybrides Format ist oder ein vollständig digitalisiertes, das ist noch völlig offen, und dann auch mit den entsprechenden darauf abgestimmten Prüfungsformaten im Sinne eines Constructive Alignments tatsächlich einmal durchentwickelt werden kann sozusagen. Und das ist aus unserer Perspektive natürlich nicht etwas, was wir aus einer zentralen Verwaltungsabteilung her vorgeben können, sondern das ist, ich sehe schon das Kopfnicken, ich glaube, da haben wir wahrscheinlich sehr schnell einen Konsens, etwas, was aus der Fachkultur und dem Fach heraus und dem Studiengang heraus entwickelt werden muss. Und deswegen haben wir für dieses Maßnahmenpaket auch einen Studiengangsleiter als Leiter dieses Teilprojektes. Wir stellen Ressourcen zur Verfügung für dieses Maßnahmenpaket, für die Entwicklungsarbeit, die in und um den Studiengang herum stattfindet. Und auch die anderen Maßnahmenpakete, die wir so haben, sind für diesen, also ich nenne es mal Anker, jetzt tatsächlich abrufbar und leisten da auch einen Support, auch wenn der Support sich nicht nur auf diesen Modellstudiengang beschränkt, sondern grundsätzlich offen ist. Also wir haben versucht, das sehr gut miteinander zu verzahnen und wollen, weil das auch Ihre Eingangsfrage war, Herr Schindler, die bestehenden Prozesse und das, jetzt fällt mir der deutsche Begriff, das Ownership für das Thema Curriculumentwicklung gar nicht irgendwie großartig verändern oder jetzt irgendwie den Fakultäten wegnehmen oder Ähnliches, sondern wollen jetzt mit diesen zusätzlichen Ressourcen, die wir haben, den Support leisten, den wir einfach mit den regulären Haushaltsmitteln uns überwünschen, aber nie hinbekommen haben. Und das ist unser Ansatz. Und noch ein abschließender Gedanke zum Stellenwert der Curriculumentwicklung. Das ist schon eine Grundannahme aus unserem Projekt, dass wir über die Verankerung von Entwicklungen, egal ob das jetzt hinsichtlich Lehrformaten von Prüfungsformen oder des Kompetenzspektrums ist, sobald ich die im Curriculum verankert habe, habe ich die ein Stück weit gesichert, und zwar in anderer Weise gesichert, als ich das mit Leuchtturm-Lehrveranstaltungen, die eben von einer einzelnen Person betrieben werden, sichern kann. Die sind genauso wichtig und wertvoll, um eine Strahlkraft zu enthalten. Aber mit dieser strukturellen Veränderung haben wir, glaube ich, nochmal dann die Möglichkeit, anders eine dauerhafte Veränderung tatsächlich auch festzuschreiben. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken für die spannenden Skizzen der Projekte und auch der Zielsetzung. So unterschiedlich die Skizzen waren, was sie tun, ist ja doch sozusagen eigentlich bei jedem Beitrag, und jetzt beispielhaft haben Sie das sozusagen nochmal sehr schön zusammengefasst, Herr Degenring, am Ende, wurde ja deutlich sozusagen, was für ein komplexes Vorhaben das ist und eben Ownership, Fakultäten, und Sie haben jetzt sozusagen Mittel bereitgestellt, um da Support zu leisten. Und meine Anschlussfrage knüpft genau daran an, nämlich was sind denn aus Ihrer Perspektive die zentralsten Gelingensbedingungen oder Maßnahmen in Ihren Projekten? Also was halten Sie für besonders bedeutsam, um die angestrebten Ziele zu erreichen? Ich würde gerne weiter so vorgehen. Schön, dass Sie dazu gekommen sind, Frau Dolle. Ich hatte das zum Eingangs gesagt, ich sage es jetzt nochmal. Nehmen Sie gerne Bezug, fühlen Sie sich frei, auch Zwischenfragen zu stellen. Ich würde jetzt einfach direkt bei Ihnen einsteigen, Frau Dolle. Fangen Sie doch gerne an mit der Frage. Ja, die Gelingensbedingungen. Ich denke, eine breite Teilhabe, das, was Kollege Degenring eben schon gesagt hat, nicht nur die Leuchtturmprojekte, sondern es wirklich in die Breite ausrollen. Ich meine, ich glaube, ich sage hier kein Geheimnis. Sie wissen, dass wir sehr engagierte Lehrende haben, die auch schon vor Corona digital unterwegs waren und da sehr innovativ waren.
Dann haben wir die, die es jetzt alle machen mussten, weil es nicht anders ging. Und jetzt müssen wir eben sehen, dass wir das eben sichern und aber auch zeigen und deswegen auch die Begleitforschung und die Wirkungs- und Wirksamkeitsanalyse, dass wir sagen, das und das ist angemessen für bestimmte Fächer, Studiengänge. Deswegen war ich bei der Curriculumsentwicklung eben auch zurückhaltend, haben Sie ja gemerkt. Sondern dass wir sagen, das und das ist für die Fachkultur, für die Zielgruppe wichtig. Und wir müssen es in die Breite tun und aber eben auch zeigen, wie Wirksamkeit und Wirkung sind. Also wie gesagt, ich glaube, niedrigschwellige Angebote durch die Labs machen, die dann auch in Showcases etc. an Orten stehen, wenn sie denn dann auch tatsächlich begangen werden können und nicht nur virtuell, wo eben auch ein Austausch stattfindet und wo wir nicht die üblichen Engagierten haben, sondern möglichst breit gehen und dann eben aus verschiedenen Fächerkulturen Menschen ansprechen. Also ich würde sagen, das wäre für mich ganz zentral, die Teilhabe und die Breite an der Stelle. Und das heißt für mich eben auch viele Lehrende in der Hochschuldidaktik in Maßnahmen ansprechen, auch unterschiedliche Zielgruppen. Also nicht nur die Mittelbauler, die sich noch weiter qualifizieren müssen, sondern eben auch Professorinnen und Professoren und die einander miteinander in Austausch bringen. Also für mich wäre der Punkt Teilhabe und Breite, Breitenwirkung. Soweit. Dankeschön. Da könnte ich gerne anknüpfen. Genau das, was Sie gerade sagten, Frau Dolle, finde ich auch sehr wichtig. Und für mich hat es die Voraussetzung, dass wir bei den Beteiligten eine Offenheit für diese Themen haben. Das heißt, dass sie bereit sind, mit einem gewissen agilen Mindset in diese Prozesse zu gehen und sie gemeinsam zu gestalten. Also auch da, dass sie es nicht alleine tun, sondern dass sie bereit sind, es gemeinsam mit anderen zu tun. Denn ein Curriculumsprozess ist ja immer eine Teamaufgabe. Und das heißt, diese Offenheit, das zu tun, und ich verrate vielleicht hier kein offenes Geheimnis, aber an HWs sind die Kolleginnen ganz überwiegend interdisziplinär zusammengesetzt. Das heißt, es ist immer ein Einlassen auch auf andere Fächerkulturen, die damit einhergehen, ein Curriculum zu bauen. Und das heißt, es braucht von allen dieses agile Mindset und sich darauf einzulassen. Und dann als zweites wichtiges Ingredienz aus meiner Sicht ist die Frage der Prozesse. Das eine sind ja die Strukturen, die auch schon gerade angeklungen sind bei vielen meiner VorrednerInnen. Das ist wichtig. Aber aus meiner Sicht noch wichtiger vorweg sind die Prozesse, dass wir uns überlegen, müssen wir das immer so machen, wie wir es bisher gemacht haben, sondern können wir nicht an ein paar Stellen auch nochmal neu drüber nachdenken, mehr vom Ende her denken vielleicht, auch mehr von den Inhalten gerade des digitalen Wandels her denken, um darüber vielleicht auch wie so ein Transformationskeilriemen versuchen, Themen hineinzubringen in den Departments, durch die Departments selbst wohlgemerkt, die dann helfen, auch gewohnte Abstimmungen zwischen den Modulen mal zu ändern und neue Wege zu gehen. Die sind uns natürlich klar, die sind mit Risiken behaftet, aber wenn wir nicht Neuland beschreiten, dann werden wir vielleicht auch nicht bei Neuem ankommen. Und deswegen finde ich es wichtig, auch eine gewisse Fehlertoleranz zu haben. Und wir haben gute Erfahrungen gemacht seit 10 Jahren, seitdem wir im Exzellenzwettbewerb Lehre gewonnen haben, dass wir immer sagen, es ist kein Problem, Fehler zu machen. Es wäre ein Problem, aus Fehlern nicht zu lernen. Und das heißt, eben auch neue Wege durchaus zu gehen, finde ich auch nochmal eine wichtige Gelingensbedingung für die entsprechenden Lehrenden wie für die Studierenden. Die sind da ganz entscheidend. Auch die, wir dürfen nicht die Studierenden vergessen, sondern es muss auch ein partizipativer Prozess sein, wo Lehrende und Studierende beteiligt sind, aus meiner Sicht. Soweit von mir gerade. Danke. Also ich würde da gerne anknüpfen. Vorhin erwähnte ich dieses veränderte Rollenverständnis und meinte eben auch damit die Partizipation der Studierenden. Das ist ja eigentlich eine wunderbare Kondition, ja, also dass die Lernenden auch gleichzeitig die Lernenden sein können. Also es ist ein sehr, sehr innovativer Prozess und tatsächlich, wir brauchen die Breite.
Und das ist auch etwas, wo das Projekt, also Kompetenzzentrum Innovationsstudium und Lehre der Hochschule Mainz darauf hinzielt. Ja, also es hat ja alles eine Entwicklung und wir haben jetzt einen Entwicklungsschub und wir müssen ja auch sozusagen sehr intensiv agieren können. Und dieses Kompetenzzentrum ermöglicht uns auch erstmal personell in der digitalen Lehre entsprechend unterstützen zu können. Und gleichzeitig sind wir ja aber auch verpflichtet, diese Prozesse, die jetzt gerade vorangehen, auch einfach auch qualitätsmäßig gut zu steuern. Deswegen sind Evaluationen unglaublich wichtig und auch die wissenschaftliche Begleitung, also bei unserem Projekt innovative Technologien von VR und Augmented Reality, da wird nicht nur einfach die Brille genutzt, sondern es wird genau analysiert. Also ich glaube, Analyse wird macht unsere Zeit aus. Also was tatsächlich vorangetrieben werden kann und was gegebenenfalls auch wieder verworfen werden muss. Und es entstehen auch auf einmal komplett neue Bedarfe, ja, also wo man merkt, Studiengänge lassen sich gut digital lernen oder Module aus den Studiengängen und andere wiederum nicht. Und wie bringen wir diese Herausforderungen zusammen? Das ist etwas, wo tatsächlich nicht nur digitalen Struktur bedarf und einer guten Koordination, sondern auch letzten Endes wirklich einer unglaublich guten Kommunikation. Ja, also zwischen den Lernenden und untereinander und miteinander. Ich glaube, also ich würde Ihnen da ganz und gar zustimmen, auch Ihnen, Frau Bessenroth-Weberpalz, aber ich hätte noch einen Punkt, den ich ganz besonders wichtig finde. Ich habe schon vor einiger Zeit jetzt, ich glaube, es ist schon so 10, 12 Jahre her, weil da war ich auf der Konferenz, und die hieß Dropping the E. Also mal zu sagen, wir müssen nicht immer herausheben, dass wir mit Medien lehren, sondern im Grunde ist all die, also die Sprache, die wir einsetzen, ob es ein Tafelbild ist, es ist letztlich immer Medium. Und da immer zu gucken, dass man das richtige Medium für den Gegenstand findet, der da vermittelt werden soll und das gut integriert in die Lehre, das wäre eigentlich das, was wir da tun müssen. Also digitaler Wandel bedeutet eigentlich ein bisschen, das selbstverständlicher zu machen, glaube ich, und das einfach didaktisch gut einzubauen und natürlich für die Studierenden gut erreichbar zu machen. Also vielleicht auch die LMS nochmal zu überdenken, ja, wenn das also so reine elektronische Bibliotheken sind, da vielleicht nochmal zu gucken, welche im Grunde, also welche Funktionen kann man denen noch abbringen, damit das dann funktionieren kann, und wie kann man das vielleicht noch so ein bisschen nahtloser machen letztlich am Ende, ja. Aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass das selbstverständlicher wird, dass wir mit Medien lehren und dass wir das auch, dass wir uns da auch frei machen von immer diesem Gedanken, das ist jetzt online und das ist das, was wir eben im Präsenzunterricht machen. So, man muss, glaube ich, wirklich viel mehr gucken, dass wir das schaffen, dass wir unsere Lehrenden auch dahin bringen und dazu motivieren, nicht mehr das so für was Besonderes zu halten quasi, sondern immer einfach zu sagen, okay, ich habe hier einen bestimmten Gegenstand, den kann ich so nicht gut vermitteln, wie mache ich es denn jetzt? Und ob das jetzt jemand ist, der vielleicht, sagen wir, eine Vogelstimme gut nachahmen kann oder ob ich eben, wenn ich das nicht gut kann, mit einem Kassettenrekorder komme, ja, und diese Vogelstimme abspiele, ist am Ende dann, ja, egal. Also das kann nicht mehr der Punkt sein, so dass man halt mit Medien lehrt, denke ich. Ich würde mich da gern anschließen und das auch aufgreifen, stimme Ihnen da völlig zu, Frau Buron. Und ich bitte Herrn Schindler jetzt mal kurz wegzuhören, denn es ist ganz klar, auch wenn wir eben in der Förderung sind, die Digitalisierung in der Hochschullehre stärken und fördern will, geht es natürlich nicht, aber das hat, glaube ich, niemand von uns vor und es möchte auch die Stiftung nicht, vollständig Lehre zu digitalisieren, sondern es geht darum, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden und zwar ausgerichtet an den Kompetenzzielen, die ich gerade verfolge. Und dann ist uns, glaube ich, allen klar, gibt es Formate, die sehr gut geeignet sind für eine digital angereicherte oder auch
ganz digitalisierte Lehre und andere Formate geben das oder andere Qualifikationsziele geben das nur bedingt her. Das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Ding, das uns allen bewusst ist, aber das würde ich auch gerne nochmal ausgesprochen haben. Und ich habe noch zwei Gedanken zu den Gelingensbedingungen. Das wäre nämlich einmal tatsächlich die Person, die die Antragsprosa, zu der ich auch beigetragen habe, dann letztendlich umsetzen, nämlich die Mitarbeiterinnen im Projekt. Die müssen natürlich auch Arbeitsbedingungen vorfinden, in denen sie in der Lage sind, tatsächlich die Dinge auch umzusetzen und anzugehen. Das heißt, dass man ihnen die Möglichkeiten bietet, die Projektarbeit auch tatsächlich umzusetzen, dass man als Projektverantwortlicher dafür Sorge trägt, dass sie nicht von einem Alltagsgeschäft aufgefressen werden oder ähnliche Dinge. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, der Projekterfolg ist so zentral abhängig von ganz vielen Leuten, die nicht über das Projekt beschäftigt sind, wo das Erreichen der Projektziele eine Mehrbelastung, einen Mehraufwand für diese Personen darstellt. Aber ohne die geht's gar nicht. Also ich kann ja die Lehrenden nicht in eine Weiterqualifikation reintragen, sondern es muss intrinsisch motiviert sein. Und wann ist das gegeben? Wenn sichtbar ist, dass sich aus dem Projekt einen Nutzen für die Akteure ergibt. Ob das jetzt auf der Ebene von Lehrenden ist oder einer Studiengangsleitung oder auch auf einer Ebene einer Fakultät. Und das muss sichtbar gemacht werden. Und da würde ich dann wieder Frau Molter zustimmen. Das muss dann auch aktiv kommuniziert werden. Denn nicht jeder Nutzen ist auch sofort evident und überall sichtbar. Also man muss über die Dinge einfach reden intern. Das ist mein Punkt. So, jetzt muss ich mir abschließend natürlich Mühe geben, noch ein paar Aspekte zu finden, die noch nicht genannt wurden. Ich kann ganz, ganz vieles unterschreiben von dem, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben. Vielleicht auch nochmal die Emphase darauf, wie wichtig die Wirksamkeitsbetrachtungen sind, wie wichtig das sozusagen die Stoßrichtung ist, Maßnahmen zu entwickeln, die in der Breite nachher Anwendung finden können, weg von sozusagen wunderbar gestalteten, von viel Engagement getragenen Insellösungen, die aber dann nicht auf andere Fächer, in andere Zusammenhänge übertragbar sind. Und das sozusagen ist eigentlich jetzt vom Ende her gedacht, gehört aber für mich schon mit in die Gelingensbedingungen rein. Also man muss schon die strategischen Zielsetzungen vorher auch klar formulieren. Man muss die Evaluation und die Wirkungsbetrachtung mitlaufend so gestalten, dass man dann irgendwann noch während der Projektlaufzeit, auch wenn man, wie Herr Degen richtig sagt, natürlich sozusagen, man wird keine umfassende Abbildung der Wirksamkeitsphänomene haben, aber man hat Grundlagen für strategische Ausrichtungen und Entscheidungen. Lohnt es sich weiterhin, Geld an der Stelle einzusetzen, auch wenn es möglicherweise nicht mehr von außen zugeführt wird, und dass schon die Fächer und Fakultäten in der Lage sind, Priorisierungen anders zu setzen und zu sagen, diese Maßnahme bringt uns an der Stelle weiter und wir sind bereit, hier Geld in die Hand zu nehmen und auf anderes gegebenenfalls auch zu verzichten. Das wird bei uns sozusagen immer begleitet und wird sozusagen der Diskurs wird zugespitzt, was nicht heißt, dass wir die Entscheidungen übernehmen. Das ist die Entscheidung der Fakultätsleitung und im Gespräch mit dem Rektorat, ob man das nachher machen möchte. Aber wir versuchen zumindest die Entscheidungsgrundlagen mitlaufend aufzubereiten und bereitzustellen. Das ist der eine Punkt, der mir wichtig ist. Und sozusagen jetzt noch kippend in zwei andere Aspekte. Stichwort Agilität taucht immer wieder auf, wenn es jetzt um Projektumsetzung geht. Ich halte die Methode ja aus der Softwareentwicklung kommend auch tatsächlich für eine sinnvolle und wollte nur noch mal dafür werben, dass wenn man agil die Projekte steuert, diese Theorie oder dieses Steuerungsmodell an sich ernst nimmt. Warum will ich das sagen? Ich glaube, dass die Vermengung von Funktionen in der Projektbegleitung und Projektumsetzung zu schizophrenen Effekten führt. Also ich kann nicht gleichzeitig Antreiber eines Projektes sein, inhaltlich, dann noch Stakeholder, der sozusagen strategische Interessen repräsentiert und dann derjenige sein, der vielleicht Möglichkeiten und Limitationen des Projekts selber in der Umsetzung kommuniziert. Das heißt, die Widersprüche, die da auftauchen werden, muss man zulassen. Und wenn dann tatsächlich der Product Owner mir als Stakeholder, der ein Rektoratsinteresse vermitteln muss, auch mal sagt, das geht so nicht, lass mich in Ruhe, dann muss ich das sozusagen auch weiter kommunizieren dürfen und der Product Owner muss das sagen können. Das heißt ja nicht, dass man die Gesamtzielrichtung des Projekts aus dem Blick verliert, aber es gibt auch bestimmte Lösungen, die sind unter bestimmten
Bedingungen nicht umsetzbar und dann muss man Alternativen finden können und man muss das aussprechen dürfen. Das ist vielleicht in der universitätsinternen Kommunikation tatsächlich ein Kulturwandel, der aber ganz viel Produktives nachher hervorbringt, den man zulassen sollte. Das gelingt mal besser und mal schlechter. Das ist auch abhängig von Fächerkulturen, aber ich glaube, da ist was auf dem Weg. Und der letzte Punkt, ein ganz pragmatischer. Vielleicht kann es für die Stiftung zukünftig sozusagen ein Thema sein, über das man mal nachdenkt, ob man für diese verschiedenen Projekte, die wir haben, auch so etwas wie Kompetenzpools oder Mitarbeiterpools unterhalten könnte. Wir haben im Moment ganz konkret Probleme, zum Beispiel Programmierer, die bei uns in der Regel so E11 dotiert eingestellt werden müssen, auf dem Markt zu finden. Also kein Mensch möchte, der entsprechende Kompetenzen hat, für das Geld an der Hochschule arbeiten. Suche ich Projektmitarbeiter, die auch das Ziel haben, sich im Projekt oder neben dem Projekt zu promovieren, ist das kein Problem. Da findet man immer geeignete Leute. Aber diejenigen, die man dann auch für die technische Umsetzung braucht, die spezifische Professionskompetenzen auch außerhalb der Uni erworben mitbringen sollen, schütteln natürlich den Kopf, wenn wir ihnen anzeigen, was wir ihnen an Salär bieten können. Und möglicherweise, wenn viele Projekte Probleme dieser Art haben sollten, kann man vielleicht Pooling-Lösungen schaffen, dass man sozusagen zentral solche Ressourcen vorhält, die man dann in die Projekte abrufen kann. Nur mal so als wilden Gedanken zum Schluss. Herr Söhler, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das erwähnen. Also wir haben unser Team immer noch nicht komplett. Wir sind bei 2 Stellen schon in der 3. Ausschreibung jeweils und haben jetzt geschraubt und gemacht. Und klar, wenn dann irgendwann so absehbar ist, wie viel Geld noch übrig ist im Topf bei den Personalmitteln, dann kann man ja bei den letzten Stellen ein bisschen aufstufen. Ne? Das hängt ja immer so, also man merkt ja also entsprechend den Einstufungen, ob es da noch Vakanzen gibt. Und jetzt endlich im 3. Anlauf haben wir nämlich genau die Stelle der Mitarbeiterin Curriculumswerkstatt überhaupt erstmal einen Rücklauf an Bewerbungen. Und das ist etwas, wo natürlich so diese erste Projektphase wirklich sehr, sehr bestimmt dadurch ist, einfach das Team zu formieren. Und ich dachte, das sei jetzt eher möglicherweise ein rheinland-pfälzisches Problem, aber ich höre es ja auch von Ihnen, Herr Söhler, also das war echt herausfordernd. Ja, ich kann mich dem Kommentar von Sabine Rasch im Chat anschließen. Eine super Idee, Herr Söhler. Meine Abschlussfrage wäre gewesen, was wünschen Sie sich von der Community und von Stil für die Projektdurchführung? Da werden wir gar keine Zeit für haben. Das werde ich Sie im Nachhinein per E-Mail fragen. Aber das ist sozusagen, also wilde Ideen gerne und immer her damit. Und dann möchte ich vor der letzten Frage noch an Ihre ironische Aussage anschließen. Herr Schindler, hören Sie mal weg, Herr Degenring. Ich teile das völlig. Also sozusagen, wir sind nicht die Digitalisierungsagentur. Also Innovationen können sozusagen auch, Imitation von Vögelstimmen, ohne irgendwie Einbindung von digitalen Geschichten und Tools darstellen. Das vielleicht nur als Nachtrag. Ich verzichte auf meine Abschlussfrage, weil jetzt einfach so viele Stichwörter gefallen sind. Und zwar der Begriff Projektmitarbeiterin, Breite, Wirkanalysen. Wirkanalysen können aber nicht in der Projektlaufzeit abgeschlossen werden. Und deswegen finde ich, liegt diese Frage jetzt einfach sehr nahe. Und ich würde Sie gerne fragen, wie schaffen Sie es denn sozusagen diese Innovation, die Sie jetzt in den Projekten durch die Projekte anstoßen, wie Sie die über die Projektlaufzeit sozusagen in Strukturen oder in anderen Formen fortführen? Freiwillige vor. Ich finde, das ist gar nicht so sehr nur das Fortführen, das ist tatsächlich auch sogar das Implementieren selbst. Und ich glaube, das ist am Ende der Punkt. Also bei uns ist es ja sehr fokussiert auf diese virtuellen Fälle. Die müssen rein ins Curriculum und dann muss man die ja auch pflegen. Und ich glaube aber tatsächlich daran, dass das wir müssen diesen Inhalt des Clinical Reasonings unbedingt in das Curriculum implementieren. Und ich glaube, dass wir das
also schaffen oder dass es sein muss quasi und dass die Fakultät das auch weiß und dass wir da einen sehr guten Weg gefunden haben, das erstmal so zu bahnen und dann auch allen beizubringen, damit umzugehen. Da könnte ich mich gerne auch nochmal anschließen. Insofern, dass ich glaube, bevor wir zu den Strukturen kommen, Herr Schindler, sind es wirklich die Prozesse, dass wir wirklich, wie glaube ich schon einer meiner VorrednerInnen in der Vorrunde gesagt hat, wenn wir es in die Curricula hineinbringen, dann haben wir schon die halbe Miete, denn damit haben wir schon Dinge verankert. Und was ich noch wichtiger finde dabei ist, wir haben dann Personen gefunden, die sich dieses Thema zu eigen gemacht haben, weil sie einfach sehen, dass es wichtig und wertvoll ist. Und da bin ich überzeugt, wenn wir mehr als, sagen wir mal, ein Drittel jeweils eines Departments finden in diesem Modell versuchen, dann werden wir einen Innovationsprozess angestoßen haben, der gar nicht mehr anders kann, als positiv weiterzulaufen. Jedenfalls ist das meine Erfahrung aus dem Coaching-Projekt unseres Exzellenzwettbewerbs. Dieses Quorum, darauf sollten wir, glaube ich, alle auch nochmal achten, dass wir das erreichen. Deswegen finde ich es super, dass wir ja alle versuchen zu bündeln, in gewissen Fachbereichen das zu tun und nicht so zu verteilen über die Departments, weil wir dann diese Bündelung erreichen können. Und ich glaube, hinzu kommt noch das Thema Open Science. Wir haben sozusagen, wir sind offen, das hatten wir vorhin schon festgestellt. Und wenn wir in der Lage sind, es über Open Educational Resources und Ähnliches auch zu verbreiten, dann haben wir auch eine andere Möglichkeit der nachhaltigen Nutzung. Und auch quer zu den Hochschulen, das fände ich auch nochmal super spannend, Transferprojekte eben zu überlegen, zwischen den Hochschulen, die ja in mancher Hinsicht verwandt sind. Und wenn ich bedenke, was sich seit 2010, seit dem Qualitätspakt Lehre alles getan hat, ich war in der Jury des Qualitätspakts und da gab es nur, also gab es fast überwiegend Einzelprojekte. Und wenn ich bedenke, jetzt in der Jury von der Stiftung jetzt zu den Projekten, wie viele dieser großartigen Projekte wir hatten, die Curriculumsentwicklung und übergreifende Themen angegangen werden. Das ist ein enormer Schub, der von den Lehrenden in den Hochschulen überwiegend getragen wird. Und das finde ich super und großartig. Also da sind wir, glaube ich, auf einem richtig guten Weg. Ich schließe mich da mal an, Herr Schindler. Und zwar ja, ich möchte noch einen Punkt anbringen. Natürlich geht das jetzt sehr fokussiert, das innerhalb von den 2,5 Jahren, die uns noch verbleiben für diese Förderperiode oder ein bisschen mehr als 2,5 Jahre, das auch in dauerhafte Strukturen zu überführen beziehungsweise auch die Prozesse entsprechend aufzustellen. Nur Monika Bessenroth hat es gerade auch schon gesagt, QPL lief ab 2010 und hatte eine zweite Förderphase. Also wenn ich mir auch die Teamfindungsschwierigkeiten vorstelle gerade, also dass man gerade in der ersten, zweiten, dritten Ausschreibung ist, das Team noch nicht vollständig an Bord ist und man erst im nächsten Jahr wahrscheinlich wirklich richtig an den Start gehen kann, fokussiert, dann wäre eine zweite Förderphase sicherlich etwas, was nicht heißt, dass wir jetzt schon die Schlagzahl zurückfahren, sondern wo wir sagen, okay, wir haben dann, hätten dann etwas, wo wir es auch wirklich noch besser entwickeln, die Ziele verfolgen und dann überführen. Also ich meine, ich kenne es auch als Vizepräsidentin für Studium und Lehre und als Projektverantwortliche für das Gießener QPL-Projekt. Ja, da ist viel dran, da passiert enorm viel, da ist die Vernetzung da. Aber es braucht seine Zeit, das müssen wir, glaube ich, auch sagen. Das geht nicht so in einem Hauruck-Verfahren. Gerade wenn man mit vielen Menschen da unterwegs ist, wenn man die Verbünde und die Vernetzungen fördert. Also das wäre so ein Punkt, den ich hier äußern möchte und anbringen möchte in dieser Runde. Dankeschön. Ich würde vielleicht noch anschließen wollen, also eine Möglichkeit des Anreizes, wirksame Projektmaßnahmen zu stabilisieren, wurde bei uns durch das Rektorat genutzt. In dem Moment, als die ZSL-Mittel zur Verfügung standen oder sozusagen jetzt ihre zukünftige Disposition Thema wurde. Es gibt einen Rektoratsvorwegabzug, den das Rektorat sozusagen zu Steuerungszwecken einsetzen kann und wir haben hier den Vorschlag gemacht, den das Rektorat aufgegriffen hat,
im Anschluss an die Wirksamkeitsanalysen aus dem QPL zu sagen, das, was wirksam ist auf Stufe 1, weil nicht originär Aufgabe des bei uns, weil es sich um die literalen Kompetenzen handelt, nicht originär Aufgabe des Wissenschaftsbetriebes, sich da zu engagieren. Diese Maßnahmen werden durch das Rektorat finanziert, wenn die Fakultäten sich dazu bereit erklären, aus ihren Mitteln wiederum in gleicher Höhe aufzustocken. Und das war dann so etwas, das wurde nicht ausschließlich mit Applaus begrüßt, aber nachdem man sich die Sache dann doch mal angeguckt hat und festgestellt hat, dass wir da eine Menge Bezugsprobleme adressieren, die tatsächlich im Interesse der Lehrenden und Forschenden gelöst werden sollten und wo es nun Lösungsmöglichkeiten, Tools, Veranstaltungsformate gibt, die zur Lösung beitragen können, ist das dann doch sehr wohlwollend in den entsprechenden Strategiediskussionen aufgegriffen worden. Und jetzt hat man sich darauf geeinigt, alle drei Jahre diesen Strategiediskurs wieder aufzugreifen und das, was dann jeweils in den Qualitätsprojekten entwickelt wurde, wieder einfließen zu lassen und alle drei Jahre mal wieder auf den Prüfstand zu stellen. Was ist an neuen Dingen hinzugekommen? Worauf wollen wir einen Fokus setzen? Was hat sich bewährt? Was hat sich nicht bewährt? Um sozusagen einfach diesen Zusammenhang zwischen Maßnahme, Wirkung und Ausstattung doch in einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder zu diskutieren. Ich würde mich nur ganz kurz anschließen wollen. Also ich halte auch das Erreichen der kritischen Masse bei den Akteuren für ganz ausschlaggebend, denn ansonsten ist ein Abreißen des Impulses ja fast garantiert. Und das andere ist, dass es sicherlich notwendig ist, in der gesamten Organisation Bewusstsein dafür zu haben, dass die Fragen, denen wir uns widmen, gar nicht projektförmig abschließend bearbeitet werden können, sondern dass wir es hier natürlich auch mit Daueraufgaben zu tun haben. Wenn wir aus der Perspektive der Curriculumentwicklung sehen, dann ist das was nie zum Stillstand kommt, weil sich natürlich die fachlichen wie auch die Rahmenbedingungen stetig weiterentwickeln werden. Und das heißt, wir müssen dann den internen Dialog um diese Fragen aufrechterhalten. Also Hochschule gestaltet sich ja permanent auch um und sicherlich, wir müssen dann die Ressourcen schaffen, um etwas, was jetzt in unserem Fall dann nur als Projekt angesetzt ist, aber ich denke, der Titel selbst, Kompetenzzentrum, Innovation, Studium und Lehre, das ist ja etwas, was sich verstetigen muss. Sicherlich wird eine weitergehende Förderung hilfreich sein, wenngleich wir müssen immer zu jedem Zeitpunkt gestalten und es wird dann vielleicht auch bedeuten, dass andere Leistungen externalisiert werden. Und aber das entscheidet ja beziehungsweise die Hochschulleitung, erweiterte Hochschulleitung insgesamt. Es ist auf alle Fälle so, dass wir jetzt Strukturen schaffen können. Und was gut ist, ist, dass wir eine hohe Aufmerksamkeit der Lehrenden für diesen Transformationsprozess über das letzte Jahr eben gewonnen haben. Und diese Energie müssen wir weitertragen und wie Herr Degenring sagt, die kritische Masse haben wir eigentlich schon. Nur die kritische Masse sucht noch ihre Strukturen. Und das geregelt umzusetzen, das ist jetzt eben unsere große Aufgabe. Frau Molter, das war ein wunderbares Schlusswort unseres Podiums. Meine zwischenzeitliche Abwesenheiten waren nicht gewollt, aber unabhängig davon fand ich das erstaunlich interaktiv und sehr, sehr spannend. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ich freue mich, Ihre Projekte weiter beobachten und begleiten zu dürfen. Und herzlichen Dank und weiterhin eine spannende Konferenz.